Der löst mal Mark ab, ist okay. Mal kurz abbrechen. Kannst du mal... 5. Mach mal. Mach mal 5 Holzkohle, bitte. Kann ich da helfen? Nee. Weil ich keine Feuererzeugung habe. Ich habe nur noch 10 Pfeile, sehe ich das richtig? Das ist schlecht. Da wir aktuell auf Pfeile angewiesen sind. Also, der jetzt können keine Türen benutzen, oder? Vermute ich jetzt mal. Also, geschlossene Türen. Danke dir. Oder ist das nur Dekoration? Anzünden. Immer noch etwas kühl. Eigenartig. Oh, die Kiste ist falsch rum. Egal. Keine Ahnung. Die ganze Zeit hat das funktioniert. Weiß nicht, was ihn jetzt stört. So, das wieder rüber. Das passt, oder? Eigenartig. Warte mal, was aus dem Ei kommt. Langsam ist lebendig hier, oder? Das mit dem Erz, das ist mir immer noch zu langsam. Aber wie gesagt, wir brauchen jemanden, der halt wirklich nur Erzkloppen hat. Idealerweise.
Der baut schön fleißig die Pfeile, das ist super. Ansonsten 20, nur 100 Leben und ja, ich glaube, wir haben Wichtigeres als das Ding, ne? Da könnten wir auch nochmal. Mal 100, so. Steht das Ding falsch rum? Oh ja, das Ding steht falsch rum, ne? Warum stand der da jetzt falsch rum? Bin doch richtig rum hingesetzt. Ha. Jetzt will er gar nicht mehr. Wahrscheinlich wegen der Wassermühle daneben. Gut, ein Steinbruch, ein Erzbruch müsste von der Sache her auch erstmal reichen. Ich gehe oben gleich nochmal Pfeile einsammeln, da sollten ja auch welche sein. Ausgebrütet, okay, na gucken wir mal. Was ist das? What? Oh, okay. Da gucken wir gleich mal. Das sieht aus wie so ein Überboss-Mob, der irgendwo hier auf der Karte rumschwirrt, der... What the... Habt ihr Weiden oder was macht ihr beiden hier? Warte mal. Kannst Bergarbeiten machen, Junge. Du sollst hier nicht irgendwie oben rum schlawinern. Bergbau, Kollege. Moment. Lass mal gucken, was das für ein Viech ist. Jormuntide Ignis. Feuererzeugung 4? Was? Aber nichts anderes. Grufti, genügsam. Alter. Was ist ihn denn? Na hallo, Großer. Yeah.
Nummer 101b. Wie 101b? Hä? Mögliche Beute, Feuerdrüse und hochwertiges Perlöl. Sturmflut Lavadrache kann als Reittier genutzt werden. Okay. Warte. Wo kommt denn da ein Sattel her? Wahrscheinlich mit Level 50 oder was? Brandgranate, jetzt geht's los. Pumpgun, boah. Ich sehe ihn nirgends. Da. Level 43. Warte. Was? Fertig. Alter, wie geil. Alter. Jomentide Ignis. Vor allem 101b. Was ist denn 101? Jomentide oder was? Man muss ja. Ich meine, das ist ein Feuerdrache. Was macht der? Warte mal, der hatte Grufti. Was macht. Was hatte der für Traits? Schattenangriffsschaden plus 10% genügsam. Okay. Geht's Nacht? Ja, ich glaube, es wird gern Nacht, ne? Ich penn ja. Alter. Ich meine, der ist Level 1, aber trotzdem. Der ist jetzt schon eindrucksvoll. Jetzt ist er Level 6. Durch die 8 Barren schmelzen. Panking, nee, wo ist? Ich brauche noch mal einmal für die. Ganz vergessen für was? Für irgendwas braucht mir noch mal. Drachen kann noch nicht gelernt. Level 7. Was brauchte ich denn jetzt die? Antiken Teile für irgendwas. Für was? Ach, für den Schild. Für den Megaschild. Das Schild ist da oben irgendwo, ne? Ich meine, der ist Level 7. Ich bin mal gespannt, was der für einen Schaden macht. Nein, so nicht. Mehr? Was doch der Boss, oder? Ja, er ist Level 11, okay. Ja. Das hast du aber falsch verstanden, Kollege. Hier. Armes Chillet.
tut einem schon leid. Oh, es bleibt drin. Level 12. Danger. Wie Danger. Ist gut bei dir? Hatte ich geguckt, gab es jetzt antike Bauteile? Ja, ne? 2. Wir brauchten 3? Oder waren es 2? Mann, ich weiß es nicht mehr. Gucken wir mal. Nein, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte. Naja. Eine Sphäre verschwendet. Naja. Da ist King Paka, dann nehmen wir den auch noch mal mit. Also, das sind die Damen und Herren. Ich bezweifle aber. Dass, dass der große neue, der Jormungund, wie er heißt, unser Drachenfreund, dass der viel ausrichtet, weil King Paka ist levelmäßig zu hoch und eine andere Elementklasse. Da ist der Unterschied zu hoch. Können Sie mal testen. Verdammt. Erstmal die weg. Oh. Okay, das funktioniert trotzdem relativ gut. Also bei den Melpakas. Nee. Ich werde ihn dann gleich mal einwechseln, bevor er hops geht. Aber lass ihn mal so einen kleinen Spaß hier. Ja, 13 Schaden ist jetzt nicht die Welt. Hier, Shaxur, mach du mal. Wo? Ja, er teilt ordentlich aus. Das Capri-T sollte... Genau, die laufen schon weg. Die wissen es, was sonst kommt. Hoppala. Huch. Ja, der Bogen macht einfach viel zu wenig Damage. Und die könnte ihn wegpusten. Naja, das lassen wir mal lieber. Tada! Sehr gut. Seltener Pelz und antike Bauteile, 3 Stück. Super. Das passt doch wie Arsch auf Eimer. Dann gehen wir mal zur alten Kirche. Und ab nach Haus. Ich häng fest.
Ah, der Drache ist super geil. Der ist richtig cool. Ich meine, es hat über eine Stunde gedauert, bis der aus dem Ei rausschlüpfte und Level 1, klar. Aber wenn der ordentlich levelt und vor allem mit Level 43 kriegst du einen Sattel für den. Boah, das ist noch eine Weile hin. Jetzt können wir wahrscheinlich den Megaschild bauen, ne? Vermute ich mal. Stunde noch. Ja. Genau, 260. Ja. Go for it. Oh, dauert gar nicht so lange. Sehr, sehr geil. Oh, der ist Level 18 schon, der Drache? Von dem Kampf? Boah. Danke dir. Der Schild. Sehr cool. Ich kann doch auch. Den Drachen würde ich unheimlich gerne pimpen, wenn das geht. Warte mal. Genugsam und gruftig. Dem kann man doch bestimmt auch noch irgendwie Fähigkeiten reindrücken oder sowas. Also, benötigt für Angriffe, Verteidigung, Arbeitstempo. Vor allem Arbeitstempo kannst du auch hochdrücken noch, ne? Der ist schon super schnell. Max LP. Vielleicht erstmal Arbeitstempo. Eine Pellseele. Ich habe 31 Stück. Muss ich das noch erhöhen? Verbraucht eine kleine Fanggeschick? Achso, und jetzt zwei, okay. Erhöhen. Jetzt drei. Ja, okay. Warum doch immer Fange. Ach, und jetzt brauche ich schon die anderen Perlseelen. Arbeitstempo. Brauche ich zwei davon. Jetzt brauche ich drei, dann habe ich aber nicht mehr. Aber ich könnte, theoretisch. Jetzt mal abbrechen, danke. Brauche ich zwei kleine Perlseelen, um eine mittlere zu machen. Chaos. War doch hier gerade. Hallo? Achso, da kommt er schon wieder. Das ist nicht Chaos, aber es kommen beide. So. Wenn ich jetzt, nee, da. Ich dem jetzt nochmal Arbeitstempo reindrücke. Und jetzt brauchen wir die ganz großen für die letzten drei. Okay, verstehe. Okay. Benötigt 28.000 Gold. Okay, und die Perlseelen kriegst du auch zurück. Das ist sehr cool, dass das geht. Ah. Huh.
Frage. Ich sag mal, was wäre Maximum 4000 Holzkohle? Ist ein bisschen viel. Sag mal. Machen wir mal 250. Da weisen wir jetzt mal Kollege Schnürschuh zu. Na gut, er fackelt jetzt in die falsche Richtung. Aber guckt euch mal an, wie schnell das geht. Alter. Mein Hochleistungsofen hier. Wirklich, mein Hochleistungsofen, ohne Witz. Ich brauche so einen für Bergbau, der das kann, in der Geschwindigkeit. Junge, Junge, Junge. Das ist Sekunden, ist das. Verhüttelt. Das ist cool. Das ist jetzt halbe Minute ungefähr und das Ding ist Hälfte fertig. Eine Minute oder zwei und dann ist er durch mit dem Kram. Oh, da fällt mir gerade was ein. Wir haben noch. Ich habe zu wenig Platz. Oh, wir brauchen noch zwei antike Bauteile dafür. Für den Entsafter. Den wollte ich mir auch mal angucken. Ich habe leider nicht genug Perlseelen, sonst würde ich die beiden hier mal pimpen. Fertig. Super. Ach so, der Schild kann auch, wie der alte kann jetzt drüben rüber. Eigentlich kann ich das Zeug wahrscheinlich auch irgendwie zerlegen, wenn das geht, aber erstmal drüber, weil warum nicht? Drüber damit, drüber damit. Wie gesagt, ich brauche ein Lager. Das kommt eins höher dann rein erstmal. Nee, eins höher ist gut. Zwei höher. Aber vorher muss ich das Haus noch ein Stück in die Richtung rausziehen, weil wir haben A zu wenig Platz. Und B muss das Treppenhaus versetzen. Macht ihr super. Marc, weißt du, gönn dir mal eine Pause, bitte. Weil wie groß der auch ist, ne? Das geht so flott. Krass. Ich hol mal Zeug ab drüben. Ja. So viel dazu. So fein gemacht. Was können die eigentlich? Ich muss gerade mal gucken. Weil die sind ja auch auf der Weide aus irgendeinem Grund. Das ist doof.
Ja, Farmarbeit. Transport, Bergbau, Farmarbeit. Die sind eigentlich nicht schlecht, aber die können zu viel sozusagen. Die kümmern sich um irgendeinen Scheiß, was sie nicht machen sollen. Chaos ist fleißig am Bergbauen. Sehr schön. Ich würde sagen, ich schneide die Folgen mal ein paar Minuten länger. Oder wo sind wir jetzt? Ja, ein paar Minuten. Wir machen ein paar Minuten länger. Ich gehe mal nach oben, um abzumoderieren. Weil das ist sonst zu laut. Ich moderiere da ab, wo ich angefangen habe. Wie gesagt, ich muss das Haus noch ein bisschen umbauen, ausbauen, umstrukturieren. Das mache ich wieder auf Camera erstmal. Wir bauen zwischendurch dann wahrscheinlich auch mal on Cam, aber es ist alles noch ein bisschen wild. Wie gesagt, das mit der Ecke mit dem Treppenhaus und ja, vielleicht nehme ich auch hier die Kante raus. Muss mal gucken. Oder naja, das kann ich auch so lassen. Es hat einen gewissen Charme dann. Und wir ziehen das Ganze dann noch ein Ende nach vorne. Das vielleicht sogar recht weit nach vorne. Den Eingang werde ich wahrscheinlich bis hier ziehen, da wo der Cursor gerade ist und dann ja, wir machen das alles ein bisschen größer. Wir brauchen mehr Platz. Wir brauchen mehr Platz. Es ist definitiv zu klein alles. Gut. Dann, ja. Sag ich mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen und oder hören uns dann beim nächsten Mal wieder bei Palbert im Flauschepalast. Oder wie habe ich es am Anfang der Aufnahme gesagt? Das habe ich auch gar nicht erklärt, aber ich habe jetzt mir für einige Sachen eine Anmoderation angewöhnt oder versuche mir es anzugewöhnen für Hogwarts Legacy. Für Starfield habe ich es auf jeden Fall die ganze Zeit gemacht ab einem gewissen Punkt. Ich finde, es gibt so eine persönliche Note. Deswegen, wie gesagt, vielen lieben Dank für den Support. Vielen lieben Dank, ich kann nicht mehr reden, fürs Zuschauen und wir sehen und oder hören uns beim nächsten Mal bei Palworld oder auch bei anderen Projekten. Bis dato, reingehauen.